Assassin? Hallo. Ah, es winkt grazil in die Kamera. Das ist doch mal sehr, sehr, sehr erhabt. Kurz geschwollen gesprochen, wir sind wieder da. Wir sind immer noch in der Geschichte rund um L2er. Und was müssen wir eigentlich als nächstes tun? Was war das? Ach, wir müssen zum Jodellicht. Jodeslicht. Ja? Und da machen wir uns doch jetzt gleich mal auf den Weg, oder? Da muss ich mal auf mein Ticketkärtchen schauen und sehe nichts. Also dann hätte ich gesagt, müssen wir einfach mal hier aus dem Kaff raus. Ach, reiten wir mal da lang. Die Gilde braucht euch, Kamerad. Nein, für die Gilde haben wir jetzt gerade mal so gar keine Zeit. So, dann mal hier das Berglein runter. So. Mitten durch ein Diebeslager. Oh. Das Navi hat wieder wunderbar funktioniert. Warte mal, ich muss mal hier kurz das Navi einschalten. Also doch da hoch, aber da kommen wir hier so nicht lang. Aber ja, hier geht's weiter. Denke ich. Glaube ich. Hoffe ich. Schlange. Haben wir denn hier? Außer Skorpione? Ziemlich viele Skorpione. Stimmt. Ach, bloß eine Halskette. Aber ein Stückchen Brot. Vergammeltes Stück Brot, würde ich sagen. Ja, kann auch lecker sein. Oh, ne. Nee. Ne? So, zeig. Aua. Ach, guck mal, wer da ist. Wo? Na da. Oh. Eine böse Wurzel, so. Ja. Und wegen der Ich glaube, bösen da vorne Wurzel. sind noch mehr, aber die lassen wir vielleicht besser. Ja, warte mal, ich täusche die mal. Achtung. Es ist ein Totenkopf. Also, Ja, aber da. da müssen wir aber lang, ne? Vielleicht. Nee, wir müssen da hoch. Ja, aber wir müssen ja da irgendwie uns vorbeischleichen. Seit wann hast du Angst vor den Totenköpfen? Wah! Ja. Komm, wir reiten da ganz schnell durch. Ah. Ja, warte mal, ich lasse mal sie. Ach, die springen gar nicht auf dich an. Ist ja Nee, weil langweilig. ich schnell genug war. Warte mal, lass mich mal auf die Karte schauen. Wir sind noch meilenweit entfernt. Ein Grund mehr, um schnell durchzureiten. Ja. Aua. Ganz schön viele. Ja. Ist wie Mario Kart, einfach dran vorbeifahren. Oh, da ist ein Wegschrein, den noch nicht Ja. einmal ich kenne. Den nehmen wir doch mit, oder? Sehr gerne. Oh mein Gott, ein wilder Ziegenbock. So, gefunden. Und jetzt müssen wir da lang, ne? Oh. Oh. Ja, einfach mal Gummi geben. Ups. Oh, Plötze! Falsches Spiel. Warte mal, da kommen wir nicht hoch, oder? Aber wir haben uns doch komplett verritten. Meinst du? Ich glaube, wir müssen da irgendwie hoch. Da geht's bestimmt außen rum. Oh. Du meinst an den bösen Jungs vorbei? Ah, das schaut doch ganz gut aus. Ja, total toll. Bin begeistert. Achtung, rechts Tiger. Oh. Ganz viele Tigerchen. Einen Moment, Was? Reisende. Wir müssen uns unterhalten. Ach Gott. So. Ach, guck mal. Bitte, einen Augenblick eurer Zeit. Ich muss mit euch über Abnurtarn sprechen. Ihr seid es wohl, die ihn verfolgt, nicht wahr?
Ich habe nur Ehrenhaftes im Sinn. Das versichere ich euch. Ich bin Camira, Agentin des Sprechers der Mähne. Als wir erfuhren, dass Abnur Tarn dieselbe Waffe sucht wie Araxia, hat der Sprecher mich entsandt, um einzugreifen. Wer ist Araxia? Araxia Tarn, Abnurs grausame Halbschwester. Sie eroberte meine Heimatstadt Krempen und krönte sich selbst zur Königin. Wenn sie die Waffe in die Hände bekommt, wird sich Elsweires Leid ums tausendfache vergrößern. Ha, Abnur Tarn hatte gar nicht erwähnt, dass seine Schwester hierin verstrickt ist. Ich glaube nicht, dass sie sich verstehen. Meiner Beobachtung nach will Abnur Tarn die Waffe für friedliche Zwecke verwenden. Doch das ist eine Wahnvorstellung. Sie ist zu mächtig, zu böse. Wir müssen Tarn überzeugen, die Waffe vor Araxia zu finden, um sie zu vernichten. Das ist der einzige Weg. Wer ist der Sprecher der Mähne? Das ist mein Herr, Garesh Ri. Die Mähne kann nicht überall sein. Daher reist Garesh Ri anstelle der Mähne herum und spricht für sie. Ich schätze, man könnte sagen, dass ich die Sprecherin des Sprechers bin. Und zumindest in dieser Lage seine Augen und Ohren. Und wer ist die Mähne? Der derzeitige spirituelle Führer der Khajiit ist Akuzri. Er ist ebenso weise und ehrenhaft wie uralt. Wie viele Agenten wie euch hat die Mähne denn so in Tamriel? Was für eine Frage. Ihr meint doch nicht wirklich, dass ich die beantworte, oder? Doch ich kann sagen, dass es niemanden in Tamriel gibt, der so ist wie ich. Glaube ich sofort. Ja. Und warum sprecht ihr nicht direkt mit Abnur Tarn über die Vernichtung der Waffe? Tarn glaubt, er weiß es am besten. Er wird nicht auf mich hören. Ich bin nicht einmal sicher, ob er euren Rat annehmen wird. Aber ihr müsst es versuchen. Zunächst dachte ich, dass Tarn mit Araxia zusammenarbeitet. Aber soweit ich das erkennen kann, meint er seine Friedensmission wirklich ernst. Auch wenn sie fehlgeleitet ist. Fehlgeleitet? Inwiefern? In wirklich allem. Wie kann etwas von solcher Macht denn sicher verwendet werden, um einen Krieg aufzuhalten? Das geht nicht. Wenn man eine Brise braucht, dann ruft man doch auch keinen Wirbelsturm herbei. Wir müssen diesen Gegenstand von Araxia erreichen und ihn vernichten. Das ist die einzige Möglichkeit. Wie schafft ihr es eigentlich, dass Abnur Tarn euch nicht entdeckt? Seid ihr immer so unverhohlen bei euren Fragen? Ja. Oh, na gut. Vielleicht wird euch ein wenig Ehrlichkeit von meinem guten Willen überzeugen. Bevor meine Eltern starben, gaben sie mir eine Halskette. Sie blockiert alle Formen von magischer Wahrnehmung. Das ist ein mächtiges und ungewöhnliches Geschenk. Es hilft mir bei meiner Rolle als Agentin des Sprechers der Mähne. Und das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Wir müssen uns darauf konzentrieren, diesen Gegenstand vor Araxia Tarn zu finden. Ich werde euch dabei helfen. Und dann werden wir ihn vernichten. Nun, dann lebt wohl. Ein Träumchen. Ganz schön viele Informationen. Ja. Qualmt der Kopf. Nicht? Dann gehen wir rein. Das Jodellicht. Dum 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 dum. Nur passend, dass der letzte Triangulant uns in einer khajiitischen Ruine erwartet. Ja, und ich bin froh, dass die Ladescreens keine 20 Minuten mehr dauern. So, Abnur Tarn. Ich beginne an meiner eigenen Prächtigkeit zu zweifeln, falls ihr euch so etwas vorstellen könnt.
Trotz mehrerer Anläufe war ich immer noch nicht in der Lage, diesen verdammenswerten Verfolger, der mir nachstellt, zu identifizieren oder zu fangen. Das wird nun wirklich recht lästig. Ja, und was ihr nicht hingekriegt habt, das haben wir hingekriegt. Wir haben euren Schatten auf dem Weg hierher getroffen. Ihr Name ist Kamira. Sie ist eine Agentin des Sprechers der Mähne. Eine Khajiit? Aha. Warum sollte der Sprecher der Mähne eine mächtige Zaubermeisterin schicken, damit sie sich an meine Fersen heftet? Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass sie eine Magierin ist. Sie will uns helfen, die Waffe vor Euraxia Tarn zu erlangen. Ich muss was trinken. Vor meiner Halbschwester? Sie wissen von ihrem Interesse hieran? Aber warum hat sich diese Agentin des Sprechers nicht direkt an mich gewandt? Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit wäre mir höchst willkommen gewesen. Sie fürchtete, dass ihr ob ihres eigentlichen Zieles zaudern würdet. Sie hält die Waffe für eine Gefahr, die beseitigt werden muss. Meine einzige Chance zerstören, den Krieg der drei Banner aufzuhalten? Niemals. Nun sagt mir nicht, dass ihr diesem Unsinn zugestimmt habt. Wir können doch nicht dem Dominion, dem Pakt und dem Bündnis erlauben, Tamriel weiter in Stücke zu reißen. Wollt ihr etwa, dass noch mehr Leute sterben? Oh. Ja. So. Was meinst du? Tja, ich hätte gesagt, wenn die Waffe so gefährlich ist, wie Kamira sagt, sollten wir sie vielleicht lieber vernichten. Ja, und ne, wir wissen ja da, was Abnortan davon hält, nämlich gar nichts, der macht sowieso, was er will. Also von daher behalten wir wenigstens unser Ehrgefühl. Wenn die Waffe so gefährlich ist, wie Kamira sagt, sollten wir sie vielleicht lieber vernichten oder etwa nicht? Da spricht nur die Angst. Ach, wir können einen schrecklichen Krieg beenden, wenn wir die Waffe vor meiner Halbschwester erreichen. Ich werde das zu Ende bringen, das muss ich. Ich würde eure Hilfe zu schätzen wissen, aber ich kann euch nicht zwingen. Über die Vernichtung der Waffe können wir nach dem Ende des Krieges sprechen. Da stimme ich zu. Wir müssen die Waffe vor Euraxia für erreichen. Lasst uns nach dem letzten Triangulanten suchen. Ja, war doch klar. Ne? Ja, gute Idee, aber trotzdem, Hauptsache erstmal finden und dann... Ein Briefchen, das hoffentlich die liebe Schwester die Pilgerfahrt von diesem früher oder später verstehen wird. Ein Mönch muss sein Zuhause verlassen, vielleicht sich sogar in Gefahr begeben, um sein Verständnis zu erweitern. Eines Tages wird Carla die Dinge sehen wie diese hier. Im Moment wartet eine lange Reise. Aha. Schnittermark wird von zahlreichen Seiten bedroht, während die kolovianische Invasion die Fähigen von anderen Pflichten abzieht, verfallen unsere Tempel. In Jodeslicht wimmelt es Gerüchten zufolge nur so vor Donnerkäfern und anderen üblen Kreaturen. Angeblich spukt es dort sogar. Das ist inakzeptabel. Dieser hier wird die Dinge wieder in Ordnung bringen. Hat wohl eine Katze geschrieben. Ja, und wenn das dieser hier ist, der da unten so liegt, dann hat er ja unglaublich viel Erfolg gehabt. So, schauen wir mal hier. Hefe. Und ansonsten nichts. Hier gibt's auch noch ein bisschen was. Ja, das war's dann aber. Ja. So, was machst du da? Auf dich warten. Aha. Na gut, dann, ich bin, brauchst du Hilfe? Och. Schaut irgendwie nicht so aus. Ich hab doch zwei Bären. Ja. Ich merke schon, was ihr da gemacht habt. So, was haben wir denn gemacht? Warte mal, lass mal Karte gucken. Karte sagt rechts, also bist du genau richtig. Hast du auf die Karte geschaut? Nee, aber ich sehe es oben im Kompass. Na? Spieler auf dem Klo? So. Hallo?
Oh. Ja. Auf sie mit Gebrüll. Der hat mich gebissen. Was? Dafür muss er brennen. Da drüben ist übrigens eine Himmelsscherbe. Ja, habe ich auch gerade gesehen. So, glaubst du es? Hallöchen, Himmelsscherbchen. So, 2 von 3. Okay, wir müssen allerdings da zur Tür rein. Ach, ist ja schon die Kammer. Ging ja flott. Das war doch jetzt wieder viel zu schnell. Ah, leer, leer, leer. Irgendwie. Ah. Bist du da? Hinter dir. Bist du still? Mit Glück sammeln wir den letzten Triangulanten ein und sind mit Ruinen durch. Aha. Meint auch ja, mit er. Ruinen durch sein wäre gut. Und noch ein Rätsel. Ein letztes Rätsel. Ah, Kusandri und fehlt Monde. Als Kusandri gespiegelten Vollen sah sich die Löwen von der anderen Nachthimmels anstatten. Ah ja. Ja. Also jetzt warte mal. Gespiegelten Vollen sich die Löwen von der anderen Seite wahrscheinlich des Nachthimmels. Einige der Worte wurden unkenntlich gemacht. Mal sehen, was ihr daraus ableiten könnt. Es ist... Ja. Ich kann mir da gerade keinen Reim draus machen. Kannst du bitte nochmal runtergehen und kannst nochmal das vorlesen? Was? Das soll ich nochmal vorlesen? Ja. 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 Also Kunsari und 2 Monde. Aha. Ich weiß nicht, ich habe jetzt einfach mal 2 gesagt, das sind 2 Striche. Ja, nee, dann lies einfach mal ohne die Striche. Kunsari und Monde. Als Kunsari gespiegelten vollen... Warte mal, die gespiegelten Paare. Ah, warte mal. Also hier sehe ich X. Sollen das volle Monde sein, oder... Das ist eine gute Frage. Hab ich denn hier? Vielleicht Kunsari und die... Warte mal ganz kurz, ich aktiviere mal den. Oder die Vollmonde. Probier mal die Vollmonde aus. Okay. Na? Ich habe kaum Süße, war doch einfach. Okay, was hast du gemacht? Ich war jetzt echt noch am Überlegen. Ja. Man kann es immer noch nicht verstehen, was es gemacht. Die 2 Vollmonde gegenüberliegend aktiviert. Nur die 2 Vollmonde? Nur die 2 Vollmonde. Ah, okay. No? Ja, ist aber doch jetzt einfach. Hallo? Ja, dann. Ja, es war doch wirklich einfach. Brutal. Ja, ne? Wenn du Glück hast, dann brauchst du keinen Verstand, oder wie war das? Ja. So. Ach ja. Dum, 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 dum. Das dauert jetzt lang. Oder auch nicht. So, sprecht mit Abnotan. Wo ist er denn, der alte schwere Nöter? Da ist er doch. Sobald man weiß, wo man suchen muss, liegt der Ort natürlich auf der Hand. Kommt, reden wir. Ja, ja.
Wenn hier nicht so viele Spieler wären, könnte man auch richtig nett plaudern. Mit eurer Unterstützung trugen wir die drei Triangulanten zusammen, die es mir erlaubten, die von der Grollsteintafel gebildete Karte zu entschlüsseln. Ich weiß jetzt, dass sich die Dämonenwaffe in den Kolosshallen an der Südküste von Elsweyr befindet. Aha, die Kolosshallen. Ein uraltes Gebäude, dessen Zweck und Ursprung sagen umwoben ist. Manche meinen, es berge das Dwemer-Numidium in sich, was jene Waffe sein könnte, die wir suchen. Ich habe einen Wagen gemietet, der uns zur Küste bringt. Dann wird uns ein Boot den Rest der Strecke bringen. Ich frage mich, ob Kamira uns weiter folgen wird. Ehrlich gesagt kümmert mich das einen Skewer hinter. Sie mag uns verfolgt haben, als ich nicht versuchte, unseren Weg zu verbergen. Aber ich habe dafür gesorgt, dass... Es scheint, als wäre Kamira fähiger, als ich erwartet hatte. Verratet es mir. Kamira steht hinter uns und hat uns gefunden, nicht wahr? Die Kolossale? Ja. Arroganter Kaiserlicher. Ohne meine Unterstützung werdet ihr diesen Ort niemals überleben. Fort mit euch, Katze. Es obliegt mir, diesen verfluchten Krieg zu beenden. Damit ihr euch selbst zum Kaiser krönen könnt? Ich glaube nicht. Ich begleite euch, um die Waffe zu finden und zu vernichten. Die Kaiserwürde war nie mein Ziel. Begleitet uns, wenn ihr wollt. Kommt mir nur nicht in die Quere. Ach ja. Überraschend schlau, diese alten Khajiit. Ja, ja. Eine alte Tafel als märchengetarnte mündliche Überlieferungen und hochentwickelte Triangulantenplatten, die alle auf einen Ort hindeuten. Die Kolosshallen. Oh. Der abscheuliche Krieg der drei Banner ist so gut wie vorbei. Und ihr habt nichts dagegen, dass uns Kamira begleitet? Die Katze kann tun, was ihr gefällt. Anhand der Fertigkeiten, die sie bereits unter Beweis gestellt hat, bin ich ihr als Begleitung allerdings nicht abgeneigt. Euch sollte nur klar sein, dass ich vorhabe, trotz ihrer Einwände aus der Waffe einen Nutzen zu ziehen. Und nun nehmt dies für eure Mühen. Die Kolosshallen. Ein Ort, der ebenso geheimnisumwittert wie uralt ist. Ich hätte nie erträumt, einmal einen Anlass zu haben, sie aufzusuchen, geschweige denn zu erkunden. Hoffen wir, dass der Gegenstand, hinter dem wir her sind, meinen Erwartungen gerecht wird. Und dass wir ihn vor meiner Halbschwester Euraxia erreichen. Ich weiß, dass ihr den Krieg beenden wollt. Was hofft Euraxia zu erreichen? Vor einigen Jahren hat meine verabscheuungswürdige Halbschwester sämtliche guten Sitten missachtet und einen Teil von Elsweyr erobert. Ich nehme an, sie will die Waffe, um ihr Territorium zu sichern und ihre Besitztümer weiter auszudehnen. Euraxias Ruchlosigkeit wird nur von ihrem Ehrgeiz übertroffen. Stellt es euch nicht, dass ihr in dieser Sache eurer Schwester entgegensteht? Halbschwester. Aha, und ich kenne in dieser Hinsicht kein Zaudern. Doch um Euraxia zu übertrumpfen, müssen wir die Kolosshallen vor ihr erreichen. Gebt mir und Kamira einen Augenblick, um eine Übereinkunft auszuhandeln, mit der wir beide leben können. Trefft uns danach bei dem Wagen, den ich gemietet habe. In Ordnung, wir treffen euch beim Wagen dann. Kümmert euch schnellstmöglich um alle ausstehenden Angelegenheiten, die ihr haben mögt. Ich will zu den Kolosshallen aufbrechen und diese Waffe finden, sobald wir nur können. Ruft mir bitte noch einmal ins Gedächtnis, was diese Waffe ist, nach der wir suchen. Die Legenden nennen sie die Dämonenwaffe. Ja. Laut dem, was ich durch das Studium khajiitischer Erzählungen erfahren konnte, ist sie in den Kolosshallen versteckt. Ich will die Waffe einsetzen, um dem geistlosen Krieg der drei Banner ein Ende zu machen. Kamira hingegen will sie vernichten. Und was sind eigentlich diese Kolosshallen? Die Kolosshallen sind ein Ort der Mythen und der Legenden. Ich persönlich dachte, er wäre in den Annalen der Geschichte verschwunden, bis ich die Tafel erhielt. Den wahren Zweck dieses uralten Gebäudes mögen wir nie ergründen, doch irgendwann wurde es zu einer Lagerstätte für die Waffe. Ja gut, ich denke, wir haben uns alle Fragen beantwortet, ne? Dann sagen wir jetzt mal, lebt wohl. Ja. So, ja, dann geht's jetzt wohl nach Elsweyr. Hast du dir den Grollstein schon angeschaut? Ja, ich stehe gerade davor. Schon schick. Schon schick. Würde sich in unserer Sammlung wunderbar ausmachen.
Aber ich glaube, er hat was dagegen, wenn man ihm jetzt klauen würde. Wahrscheinlich. Ja. Ah, Fischlein. Ja, dann hätte ich gesagt, wir sagen an dieser Stelle erst einmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Na, und dann geht's dann wirklich ab nach Elsweier. Also die ersten paar Meter auf Elsweier. Ich bin gespannt. Ja, du auch? Mhm. Du bist Total. So schweigsam. Mhm. Warum? Ich bin schon ganz gespannt. Ach so, die schweigsame Unheimliche. Mhm. Ja, nochmal Fischleim. Also gut, Kinders. Dann bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr euch gefällt die Story rund um Elsweier genauso, wie sie uns gerade gefällt. Ah, schau mal, da ist der Wagen, mit dem wir reisen müssen. Na du? Hast du Hunger? Ich habe aber nichts dabei. Nö. Oh. Ja, na siehste. Also, wie gesagt, einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, wäre es auch schön. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wäre nett. Na, mühsam, wenn er erzählt, das Eichhörnchen, obwohl wir hier keine Werbeeinnahmen haben oder sonstiges. Wir machen das wirklich nur just for fun. Ja, mein Schatz. Mhm. Und in dem Sinne sagen wir, gehabt euch wohl, bis es denn dann wohl aufgeht Richtung Elsweier. Bis dann. Bis dann.